Hey meine neugierigen Freunde, die Frage heute ist, welche besonderen Freizeitaktivitäten könnten sich auf anderen Planeten und Monden unseres Sonnensystems durchführen lassen? Die physikalischen Unterschiede dieser Himmelskörper im Vergleich zur Erde lassen oft erstaunliche Dinge zu, die sicherlich eine Menge Spaß bedeuten würden. In diesem Video werde ich euch drei wissenschaftlich analysierte Freizeitaktivitäten vorstellen. Wenn dich dieses Thema interessiert, bleib dran! Interplanetare Freizeitaktivitäten Nummer 1. Das Fliegen mit reiner Muskelkraft auf dem Saturnmond Titan. Sollten wir Menschen eines Tages die äußeren Planeten besuchen, dann ist sicherlich der Saturnmond Titan eine der ersten Anlaufstellen. Er ist nach dem Jupitermond Ganymed der zweitgrößte Mond des Sonnensystems. Das wirklich Besondere an ihm ist, dass er als einziger Mond im Sonnensystem eine dichte Atmosphäre besitzt. Sie besteht fast vollständig aus Stickstoff und übt an der Titanoberfläche einen Druck von etwa 1,5 Bar aus, also dem anderthalbfachen des Atmosphärendrucks auf der Erde. Alleine aus diesem Grund ist der Titan ein perfektes Ziel für die Raumfahrt, da die Reibung der Atmosphäre bei der Landung zur Reduktion der kinetischen Energie des Raumfahrzeugs genutzt und so erheblich Treibstoff gespart werden kann. Dies demonstrierte bereits erfolgreich die Sonde Huygens, die am 14. Januar 2005 an Fallschirmen hängend auf der Oberfläche des Titan aufsetzte und damit die am weitesten von der Erde entfernte Landung auf einem fremden Himmelskörper durchführte. Die im Sonnensystem einzigartige Kombination einer dichten Atmosphäre mit einer geringen Schwerkraft von weniger als einem Siebtel der Erdanziehungskraft könnte den alten Menschheitstraum vom rein muskelgetriebenen Flug wahr werden lassen. Um zu berechnen, ob dies möglich ist, müssen verschiedene Annahmen getroffen und physikalische Gleichungen herangezogen werden. In die Berechnungen fließen Größen wie die Flügelspannweite und die Dichte sowie die Viskosität der Atmosphäre ein. Damit können wir die sogenannte Reynolds-Zahl berechnen, mit der in der Aerodynamik strömungsmechanische Ähnlichkeiten untersucht werden können. Ich will euch die mathematischen Details ersparen und komme gleich zum Ergebnis. Auf dem Titan benötigt man nur etwa 13% der Strömungsgeschwindigkeit im Vergleich zur Erde, um den gleichen Auftrieb zu erreichen. Das klingt doch sehr vielversprechend. Das heißt, wir müssten etwa um den Faktor 8 weniger stark und schnell mit den Flügeln schlagen, um auf dem Titan die gleiche Kraft nach oben zu erzeugen wie auf der Erde. Hierbei wurde von einer Flügelspannweite von 3,5 Metern ausgegangen. Dabei habe ich mich an die Flügelspannweite des größten flugfähigen Vogels auf der Erde angelehnt, nämlich die des Wanderalbatros. Der Traum, mit eigener Muskelkraft fliegen zu können, scheint auf dem Titan also gar nicht so unrealistisch zu sein. Es wäre bestimmt ein fantastisches Erlebnis. Interplanetare Freizeitaktivität Nummer 2. Der höchste Basejump im Sonnensystem auf dem Uranusmond Miranda. Die Raumsonde Voyager 2 entdeckte im Januar 1986 die höchste bekannte vertikale Klippe im Sonnensystem, und zwar auf dem Uranusmond Miranda. Der Mond ist einer von 27 bekannten Uranusmonden und besitzt einen Durchmesser von etwa 471 Kilometern. Zur Höhe der Klippe, die Verona Rupis genannt wird, lassen sich verschiedene Werte recherchieren, was vermutlich der Tatsache geschuldet ist, dass bis heute nur Voyager 2 den Mond besucht hat und es damit nur sehr wenig Messdaten und Bilder gibt. Der offizielle Wert für die Höhe, der sich auf NASA-Seiten finden lässt, beträgt etwa 10 Kilometer. Es gibt verschiedene Theorien zur Entstehung der Klippe. Entweder war es eine gigantische Kollision mit einem anderen Himmelskörper, der Miranda zunächst auseinanderbrechen ließ. Anschließend könnten sich die Bruchstücke durch ihre eigene Gravitation wieder unregelmäßig zusammengeklumpt haben. Oder aber die starken Gezeitenkräfte des Uranus haben den Mond so stark verformt, dass sich solche Klippen gebildet haben. Leider ließe sich auf Miranda kein Wingsuit benutzen, da er keine Atmosphäre besitzt. Der Astronaut kann sich deshalb auch nicht durch einen Fallschirm vor dem Aufprall schützen. Er müsste tatsächlich einen kleinen Raketenrucksack tragen, um den Sprung abbremsen zu können. Wir berechnen nun im Folgenden, wie lange der Astronaut fallen würde und welche Geschwindigkeit er dabei erreichen würde.
Die Gravitationsbeschleunigung auf Miranda beträgt 0,079 Meter pro Sekunde Quadrat, ist also etwa 124 mal schwächer als die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde. Verwendet man die Bewegungsgesetze für eine beschleunigte Bewegung, ergibt sich eine Flugzeit von etwa 8 Minuten und 23 Sekunden. Die maximale Geschwindigkeit, die dabei erreicht wird, beträgt etwa 143 km pro Stunde. Zum Vergleich: Der berühmte Sprung von Felix Baumgartner aus einer Höhe von fast 39 Kilometern im Jahr 2012 dauerte 4 Minuten und 20 Sekunden und er erreichte eine Geschwindigkeit von 1357,6 km pro Stunde, womit erstmals die Schallmauer im freien Fall durchbrochen wurde. Aber stell dir nur dieses unglaubliche Erlebnis vor, wenn du über 8 Minuten lang geräuschlos entlang der Klippe von Miranda fällst und alles in dieses mystische hellblaue Licht des gigantischen Planeten Uranus, der über dir schwebt, getaucht ist. Interplanetare Freizeitaktivitäten Nummer 3: Ballonfahrt in der Atmosphäre der Venus. Die Venus ist ein Höllenplanet. Die Oberflächentemperatur von 460 Grad Celsius könnte Blei schmelzen und der Atmosphärendruck von 92 Bar würde uns zerquetschen. Die Atmosphäre besteht zu 96% aus CO2 und es regnet ätzende Schwefelsäure vom Himmel. Dieser Planet kommt daher für eine Besiedelung definitiv zunächst nicht in Frage. Er könnte aber Schauplatz sein für gewagte Abenteurer, die eine Ballonfahrt in der Venusatmosphäre riskieren würden. Denn mit steigender Höhe fällt der Druck und gleichzeitig die Temperatur. An einem bestimmten Punkt, nämlich in etwa 50 Kilometern Höhe, herrscht derselbe Atmosphärendruck wie auf der Erde, nämlich 1 Bar und eine Temperatur von 0 Grad Celsius. Somit könnte ein Ballonfahrer hier nur mit einer Sauerstoffmaske und warmer Kleidung ins Freie treten und die Winde der Venus auf der Haut spüren. Ein Nachteil ist die Schwefelsäure, die als Dunst in dieser Höhe vorkommt und die Haut sowie die Struktur des Ballons verätzen könnte. Auch müsste der Ballonfahrer stets gekonnt seine Höhe halten, sodass er nicht in die Hölle darunter abtaucht oder in die dünne und kalte Atmosphäre darüber entschwebt. Weiterhin sollte er es tunlichst vermeiden, in einen der Venusstürme zu geraten, die Windgeschwindigkeiten von bis zu 360 km pro Stunde erreichen. Somit wäre dies wohl eher ein waghalsiges Abenteuer als eine Freizeitaktivität. Auch würde man um sich herum den immer gleichen deprimierenden Nebeldunst sehen. Aus diesen Gründen würde ich die ersten beiden Freizeitaktivitäten dieser auf jeden Fall vorziehen. Was meint ihr? Welche der drei Freizeitaktivitäten würdet ihr am liebsten ausprobieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Rechts könnt ihr das vollständige Video Wanderers von Erik Wernquist sehen, das geniale gerenderte Animationen auf den Himmelskörpern unseres Sonnensystems zeigt. Schaut gern dort vorbei. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.